Ja, und damit GDO, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part Zelda Adventure Eternal Ages. Wir sind immer noch im Dungeon, ich rede nicht lange um heißen Brei, wir jumpen wieder direkt rein. Und ja, wir sind jetzt hier bei dem Kran, wir haben den irgendwie runterfahren lassen. Ich glaube, das ist einfach nur dazu da, um uns so einen kleinen Shortcut hier rüber zu geben, damit wir quasi auf die andere Seite kommen. Da ist ja das Hauptding, genau. Jetzt können wir mit Hilfe dieses Krans, der ja runtergefahren worden ist, hier einfach easier rüber. Ich glaube, das ist das Einzige, was es für uns gemacht hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was jetzt unsere Mission hier ist. Also ich glaube, wir müssen hier mit diesem Boost da irgendwie rüber. Genau, irgendwie so. Und dann müssen wir hier was finden, um es aufzumachen. Also ich glaube, diese Verbindungen oder so fehlen uns noch. Also diese vierte Verbindung fehlt uns, die wir dann hier quasi reinmachen müssten. Also hier sind überall Truhen mit Bomben. Und da ist eine Pixelfigur. Lol, ich habe mich nämlich gerade schon gewundert. Okay, hold up. Da ist irgendwas mit einem Minecart. Okay. Das machen wir doch erstmal. Aber wie komme ich da hin? Irgendwie. Da ist noch was zu. Oh. Nee. Also von hier komme ich erstmal noch nicht da rein. Schade. Hier komme ich auch nicht durch. Okay. Ich weiß nicht, wir müssen auf jeden Fall was finden, um das jetzt hier aufzumachen oder so, ne? Wir brauchen den vierten. Also nee, wir müssen noch zwei Dinge aktivieren. Aber ich weiß nicht, wo. Wahrscheinlich kann man hier noch irgendwo was machen. Also es gibt wahrscheinlich vier Fabrikgebäude. Und die müssen wir dann alle aktivieren oder so. Ach, guck an. Guck mal an, was ich hier gefunden habe. So. Ey. Okay. Wie, was? Hier ist nichts. Hier ist einfach nur ein Geysir, der nichts kann. Was ein Letdown. Okay. Das ist, schade. Wenigstens Rubin oder so. Ich bin super verwirrt gerade, wo wir hin müssen. Aber warte mal, hier. Könnte es noch weitergehen? Jetzt aber. Okay. So. Also ein blauer Rubin. Und dann, ja genau, müssen wir uns hier rüber arbeiten. Ich habe vergessen, das Ding auszurüsten. Und hier sind wir fast tot. Ich wollte eigentlich noch nicht vom Boss mein Dingens nehmen, aber wir müssen. There we go. Okay. So, der hat einen Bogen. Das heißt, ich kill Mama. Ja, wir müssen so schräg rüber, sonst geht es nicht so gut. Gar nicht mal so einfach der Sprung tatsächlich. Aber gut. Hier ist auf jeden Fall hoffentlich gleich ein weiterer Schalter. Damit sich das auch gelohnt hat. Oh, da hinten. Da hinten können wir eine weitere Truhe kriegen. Da geht es noch weiter nach oben. Da können wir noch was wegsprengen. Okay. Spannend. Kann ich mal die Lampe hier wegmachen? Ach so, warte mal, was? What? Was geht denn hier ab? Also sollen wir hier jetzt rüber? Echt jetzt? Das klappt? Wow. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein schräges Movement haben. Krass. Und was ist das? Ein Herzteil kriegen wir hier oder wie? Oder haben wir hier... Nee, Pixelfigur kann es nicht sein. Es muss ein Herzteil sein oder ein weiterer Schalter. Wow. Spannend. Okay, krass. Es wird ja immer schwieriger hier. Finde ich sehr cool. Sehr, sehr coole Idee. Und ja, tatsächlich, da ist auf jeden Fall das gehört zum Dungeon. Da ist ein weiteres Gebäude. Da kann man mit einem Felsen sich hier auf jeden Fall was freisprengen lassen. Ah, spannend. Könnte das eine weitere große Fee sein? Nee, oder? Unwahrscheinlich. Ah, dann war das doch nicht unnütz. Das ist ein Shortcut hierhin. Wow. Okay. Ja, dann nehme ich natürlich alles zurück.
Und hier haben wir bisschen was zum Anzünden. Mit einem Feuerpfeil, um genau zu sein. Bam. Dann da hinten einer. Und wahrscheinlich da oben. Ja, genau. Zwei noch. Zwei noch. Da oben wahrscheinlich. Ich glaube, das ist eine. Da. Ja. Okay, dann muss die letzte... Ah, da. Da. Bam. There we go. Und somit kann ich dann besser an den Schalter rankommen. I see. Okay. That makes sense. Gut, also wir können uns hier hochhangeln. Das ist kein Ding. Wir können dann diese Lianen benutzen und müssen dann aber aufpassen, wo geht's als nächstes lang? Weil da, das hat gerade nicht geklappt. Aber es hat gerade... Achso, mit dem Gleiter. Stimmt. Lol, ich vergesse immer wieder. Mit dem Gleiter kommen wir an solche Sachen ran. Oder können wir da irgendwo zwischenlanden? Mal. Weil wir kommen ja offensichtlicherweise nicht so weit hin. Ah doch. Ah, wieder mit Schrägmovement. Okay. Ja, und das ist der dritte. Nice. Dann fehlt uns jetzt nur der vierte noch. Und dann ist der Tempel vorbei. Alright, aber wo ist das vierte Gebäude, was wir brauchen? Warte mal. Ah, hier? Nee, genau, das ist das Hauptgebäude, was dann aufgeht. Da hinten mit der Pixelfigur weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie wir da hinkommen sollen. Wir müssen hier irgendwie rüber, von der Seite. Ich gehe da mal rüber. Ich gehe da mal hier rüber. Vielleicht kommen wir da von der anderen Seite. Stimmt, und wir haben diese große Truhe verpasst. Ah, nee, warte mal, wir müssen das hier jetzt irgendwie fixen. Ah, okay, I see how it's supposed to work. Easy. Ja. Genau, und dann nochmal hier. Ja, okay. Okay. So funktioniert das. Genau, und dann sind wir hier hinten. Und hier kann ich mir dann einen Shortcut hoffentlich freimachen. Exactly. Wundervoll, genau. Dann können wir uns jetzt der Pixelfigur widmen. Und bei der einen Dingens, bei der einen Stelle, müssen wir uns noch merken, dass wir hier noch irgendwo eine große Truhe holen können. Ne? Also da oben irgendwo war das. Die hole ich mir auf jeden Fall gleich. Jetzt mache ich erstmal dieses Rätsel für die Pixelfigur. Oh. Okay, das hat das aufgemacht, dafür das geschlossen. Da haben wir noch eine Truhe. Da sage ich nicht nein zu. So, die Frage... Was will Navi? Ja. So, wahrscheinlich mit dem Gleiter, ne? Ja. Genau, okay. Und so kommen wir dann durchs Labyrinth. Kein Dorf. Okay, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ich mag, dass es quasi wie so ein Windstab ist, aber trotzdem gleichzeitig auch als Gleiter funktioniert. Das ist so ein geiles Item. Sehr, sehr gute Arbeit an der Stelle. Und sehr, sehr kreative Arbeit. Wieso sind jetzt zwei? Ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Ich glaube nicht, dass es sein sollte. So, jetzt sind wir hier drauf. Oh. Oh, guck an. What's that? Da ist auf jeden Fall noch was ganz anderes. Wir müssen hier hoch und dann da drauf, oder? Nein? Ah. Wait, what are we supposed to do then? Also wir müssen, achso, die Minecarts wieder auf die andere Seite schieben, ne? Ah, ich glaube, ich weiß es. Wir müssen hier auf dem Geländer... Als ob das nicht geht. Echt jetzt? Okay. Hold up.
Mussten hier hin. Oh wow, was? Ich bin etwas verwirrt gerade. So, genau. Und jetzt muss ich die einfach nur schieben. Oh, damn it. Okay. Ja, okay. Man muss einfach nur schnell genug sein. Bisschen scuffed die Lösung, aber es klappt irgendwie. Nummer 63. Let's go. Aeralfoss, okay. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal eine Truhe. Und wir müssen die andere Truhe noch holen, diese große Truhe. Da ist bestimmt auch noch was drin. Von Nutzen. Und guck mal, da ist auch ein Schild. Guck an. Da haben wir so ein kleines Rätsel. Was haben wir hier? Energy Storage, Main Station, Drilling Rig. Genau, zum Drilling Rig müssen wir. Und das ist der nächste Ort, wo wir wahrscheinlich den vierten und letzten Schalter finden, Freunde. Also ich bin so gespannt auf den Boss, ey. Meine Güte. So, wir haben unseren Hookshot da. Sehr schön. Ein Spider Rider. Haben wir hier noch... Nee, okay, wir haben hier keine Figur mehr in der Nähe. Das heißt, wir haben unsere drei Figuren und damit passt das auch. Oh, wow. Okay, wait a minute. Was geht hier ab? Okay, wir warten. Und jetzt... Okay, und nu? Jetzt! Ja, der war gut. Der war wundervoll. So. Hier hoch. Und dann da ist nur eine Truhe. Mit einem Rubin. Ah, ne, ah! Oh, no. Nein! So knapp! Vor allem, wir sind fast tot. Oh ja, perfekt. Eieiei, war das schwer. Das hat es in sich. Aber, bam, wir haben den letzten und vierten Energieschalter. So, und damit können wir jetzt durch die Mitte. Diesen Turm hinauf. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte ehrlich gesagt, es geht was anderes auf. Ich habe fest damit gerechnet, dass wir eigentlich jetzt das Haupttor damit aufmachen. Okay, das verwundert mich jetzt tatsächlich etwas. Aber kriegen wir dann da einen Master Key, womit wir das aufmachen können? By the way, upp, ich mach mal ein bisschen Licht an. Jetzt ist die Sonne gerade weg. Dann gleichen wir uns mal ein bisschen hier das Kamerabild aus. Eieiei, boah, der Tempel ist aber heftig schwer. Also wirklich, ich bin jetzt schon wieder fast tot und habe zwei Tränke aufgebraucht. Also meine Güte. Ich bin begeistert und gleichzeitig verängstigt. So, warte mal, wo war denn der Hauptturm? Das war... Da, nee, da. Okay. Müssen wir... Oh nein, ich hätte einfach rübergekonnt, ne? Egal, dann gehen wir halt so rüber. So. Genau. Dann können wir jetzt hier rein. In der Hoffnung, dass wir uns irgendwie heilen können, bevor wir jetzt gleich einen Boss bekämpfen. Okay, Hookshot, ja. Dann arbeiten wir uns dann nach oben. Ich bin gespannt. Also wir öffnen jetzt wahrscheinlich das Haupttor, ne? Das würde ja am meisten Sinn machen. Aber ist das dann quasi wie so ein Master Key, das... Ah. Ah, und das ist... Lol, der Master Key glitscht echt rum im Inventar. Und damit öffnen wir uns jetzt das Haupttor dahin. Aber wofür brauchen wir dann den Master Key? Erwartet uns da noch mehr? Hupsala. Nicht gut. ja, ich würde sagen, bevor wir das machen, gehe ich noch einmal schnell und stock mal meine ganzen Leben und Heiltränke auf. Also, ja, bis gleich. Wir sehen uns dann vor diesem Tor da hinten. So, und da sind wir auch schon wieder, hier im Hauptraum. Was erwartet uns hier?
okay. Oh mein Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich Pfeile aufgestockt. Oh mein Gott. Der in der Mitte muss weg. Yes. Oh, er ist schnell. Er ist schnell. Ah, perfekt. So, leckt auch nur gerade ein ganz ein bisschen hier. Ah, ja. Aber das Gute ist, dass hier auch ganz viele Töpfe sind. Oh, was willst du denn, Bro? So, okay. Wir snipen den mal da hinten weg. Bam. Bam. Und weg mit dir. Nice. Wir holen uns die Töpfe. Übrigens, coole Kampfmusik. So, damit wir hier wieder full life sind. Zack, zack. Yes. Okay. Was geht hier ab? Test Arena. Okay. Boah, wir haben leider nicht mehr so viele Pfeile. Das ist echt übel. Ich hätte Pfeile aufstocken müssen. Mann, wer rechnet denn damit? Oh, wir haben noch 5 Pfeile. Nee, die sollte ich jetzt auf jeden Fall aufbewahren. Ah, damn it. Okay, wir müssen ja einfach durch. Oh, die sind aus. Oh mein Gott, nein. Nein, nein. Wir müssen das Ding entrüsten. Oh mein Gott. Oh, lauf, Link! Ah! Oh, joi. Okay, Glück gehabt. Können wir das Tor aufmachen? Nee, ich sehe gerade keinen Mechanismus, wie wir das hier aufkriegen. Wahrscheinlich, wenn wir später das Ding aktivieren hier, zum Hochfliegen, können wir hier irgendwie das Tor aufmachen. Ah, never mind. Ich bin einfach nur blind. Okay, sehr schön. Oh, nö. Oh. Oh, okay. Aber keine Gegner-Spawns hier? Ein Schalter in der Mitte. Mhm. Ein Augenschalter. Okay. Und da oben ist auch noch einer. Boah. Okay, mit dem letzten Pfeil, den wir haben. Und da kriegen wir einen Block her. Bin mir noch nicht sicher, was wir jetzt machen müssen hier, ehrlich gesagt. Also wir haben da die Möglichkeit. Irgendwas zu tun. Okay, schon mal ein bisschen Pfeile. 5, I take that. Was ist unsere Mission hier? Genau, den haben wir jetzt gerade freigemacht. Aber wohin damit? Ist die Frage. Wir haben beide. Warte mal, wir kriegen den hier hoch. Ja, jetzt habe ich den in die Mitte gepackt. Da und da. Okay. Also ich habe eine grundlegende Idee. Können wir den. Genau, aber wir können den nicht. Ah doch, wir können ihn hochkriegen, okay. Ja, okay. Und dann müssen wir den da reinpacken, damit wir das powern, glaube ich, ne? Oder auch nicht? Nein? Doch! Okay, das war gerade nur sehr weird. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher, was der mittlere Schalter getan hat. Ich bin gespannt, was das triggert. Ah, uns fehlen ja eigentlich noch 2 Blöcke. Oder geht dann der Eingang auf oder so? Nee. Okay, uns fehlen dann tatsächlich noch 2 Blöcke, die wir hier hinschieben müssen. Oder können, oder wie auch immer. Da ist noch einer. Ja, auch mit dem Eisdev. Boah, ist dieser Dungeon lang. Krasser Shit.
mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wo der andere sein kann. What? Oh! Oh! Oh boy. Now that makes sense. Und dann kriegen wir da den letzten her. Oh. Ja gut, einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ach, einfach chillen. Bam, easy. So, die müssen wir auf jeden Fall aus dem Weg räumen, weil sonst haben wir gleich nicht so gute Karten. Na jedenfalls, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da und bis zum nächsten Part, wo wir ihn hoffentlich endlich abschließen werden, den Dungeon. Den omega, mega fetten Dungeon. Holy moly, ey. Bis dahin.